einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wir stehen in meiner Küche, in einem meiner absoluten Lieblingsräume in dieser Wohnung und bis jetzt sind wir hier wirklich eigentlich ganz gut zurechtgekommen, aber ich glaube, jeder, der eine Küche hat und eine relativ große Küche hat und Kinder hat, weiß, wie viel sich da ansammeln kann. Wir sind ja jetzt seit ein bisschen über einem Jahr in dieser Wohnung und es gibt hier einige Schubladen und Schränke, die sind mir wirklich perfekt gelungen, was so Einräumen, Organisation und auch ein bisschen den Use Case im Alltag angeht. Da weiß ich, die Dinge benutze ich wirklich regelmäßig, da komme ich super einfach dran, das klappt. Aber es gibt leider mindestens genauso viele Schränke, da ist das absolut nicht der Fall. Es hat auch ein bisschen schleifen gelassen jetzt in den letzten Wochen. Und da ist einfach nur noch alles reingeschmissen worden. Und darum kümmern wir uns heute zusammen. Ihr seht hier schon ganz viele Dinge stehen, die ich super gerne zum Organisieren benutze. Aber bevor ich euch zeige, was ich jetzt mit den Teilen speziell vorhabe, dachte ich, ich gebe euch mal einen Überblick über die Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren für uns und die Sachen, die jetzt definitiv verändert werden müssen. Ich gebe euch mal nochmal einen Overview. Das ist ja die Küche. Ich stehe jetzt im Eingang und wir haben hier oben Hängeschränke. Da ist die ganze Glasgeschichte drin, also alle Gläser, Tassen. Dann haben wir so ein paar Dekoregale. Da sind auch noch ein paar nützliche Sachen zum Kochen drin. Und dann haben wir hier noch eine Kücheninsel stehen. Zeige ich euch gleich von der anderen Seite. Hier vorne haben wir Geschirrspüler, Waschbecken. Hier sind schon ganz viel Vorratsschränke und Schubladen. Hier auch nochmal. Da haben wir so einen Magic Corner. Den finde ich richtig gut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt in eurer Küche, dann nutzt das so. Da sind jetzt unsere ganzen Töpfe und Pfannen drin. Und das finde ich wirklich eine geniale Lösung, weil man halt einfach die komplette Fläche nach hinten nutzen kann. Da in der Ecke steht übrigens unsere Kaffeemaschine. Die seht ihr auch nie, weil die ist gut versteckt. Und das Ungetüm hier auf der Seite, also dieser komplette Hochschrank, ist noch so ein bisschen chaotisch. Es gibt so zwei, drei Sachen, die finde ich richtig gut gelöst. Zum einen haben wir hier einmal zum Hochklappen unsere Mikrowelle versteckt und da sind auch Küchengeräte, also hier Sandwich Maker und Mixer und so drin, die wir eigentlich fast täglich in Gebrauch haben. Also das finde ich ist echt gut gelöst so und halt versteckt, man sieht nichts. Und eine Sache, die ich auch richtig feiere, die hatten wir auch im Haus schon damals, ist eine Brotschublade. Klingt komisch, ist aber einfach das Nützlichste ever, weil wir haben unsere kompletten Brotsachen, hier auch Knäckebrot und auch den Toaster da drin. Also der passt von der Höhe perfekt da rein. Und ich meine, der sieht überhaupt nicht schön aus. Ich würde den ungern die ganze Zeit draußen stehen haben. Deswegen ist das wirklich optimal hier. Hier beim Ofen kann ich euch auch mal zeigen. Das funktioniert für uns auch super. Wir haben hier unten drunter das Geschirr. Das finde ich super praktisch, weil ich halt, wenn ich am Topf stehe, da hier direkt dran komme und alles servieren kann. Und unten drunter, ich glaube, meine aktuelle Lieblingsschublade in der Küche, die Vorratsschublade. Da fragt ihr auch ganz oft, wieso ich das mache, dass ich alles umbefülle und was ist mit angebrochenen Päckchen. Aber gibt es tatsächlich nicht, weil diese hohen Dosen genauso groß sind, dass eine 500 Gramm Packung Pasta da reinpasst. Also ich fülle die um. Für uns funktioniert das so besser, weil wir halt den Überblick behalten, was wir noch genug da haben und was wir nachkaufen müssen. Und ja, ich liebe diese Schublade und das hat sich für uns total bewährt. Was leider überhaupt nicht funktioniert, ist der hohe Vorratsschrank hier. Das ist auch so ein bisschen deswegen geschuldet, weil die Planung von mir nicht optimal war, bin ich ganz ehrlich. Wir haben hier super viel Stauraum, aber eine Sache, die richtig doof ist, sind diese riesigen, großen, tiefen Schubladen, weil erstens, ihr seht, da ist einfach alles reingeschmissen. Zweitens, ich kann da nicht reinschauen, also ich brauche immer einen Hocker. Die haben zwar hier an der Seite so ein bisschen Glas, aber also ich komme da nicht richtig rein. Da können also nur Sachen rein, die hoch sind und wo ich halt dann dran komme. Hier ist auch nur Krimskrams drin, genauso hier unten. Also das ist einfach irgendwie nicht so optimal. Ich hätte da vielleicht gerne einen Apothekerschrank gehabt, also an sowas denken, weil ich habe jetzt im Moment hier ganz unten drin hohe Flaschen, also Sirup oder Ölflaschen oder Essigflaschen, weil ich halt keinen Apothekerschrank habe. Deswegen müssen wir uns das auf jeden Fall einmal komplett anschauen. Da sind auch Sachen oben, wo ich gemerkt habe, ich brauche die super regelmäßig, die müssen wir nach unten holen. Aber darum kümmern wir uns jetzt gleich. Die Kücheninsel, also ihr sitzt jetzt quasi mit mir zwischen Küchenzeile und Kücheninsel und die liebe ich auch komplett. Zum Beispiel das hier unten, sieht nicht super spektakulär aus, aber ist so praktisch. Wir haben eine komplette Schublade nur für Tupper, irgendwelche Aufbewahrungsdosen, die Brotdosen von den Kindern und ich habe da dieses IKEA-Trennsystem drin, wo man die Stäbe verstellen kann. Ich zeige es euch gleich natürlich nochmal genauer, aber das hat sich für uns total bewährt, weil nichts mehr rumfliegt und ich finde immer Dose und Deckel ganz, ganz wichtig.
So sieht das von oben aus. Also wie ihr sehen könnt, es sieht jetzt nicht irgendwie mega spektakulär aus, aber ich weiß, wo alles ist. Nichts fällt irgendwie rum, wenn ich die Schubladen zumache. Also alles ist safe. Das war mir ganz wichtig. Und sonst haben wir hier noch so ein bisschen Frühstückssachen drin. Und oben die Besteckschublade, die ist auch ja semi aufgeräumt, aber funktioniert. Jetzt habe ich einmal Seite gewechselt. Hier war die Kücheninsel, die ihr gerade gesehen habt. Und hier ist noch eine Reihe Schubladen. Was mich hier an der Seite am allermeisten stört, ist meine Gewürze. Schublade. Die ist, finde ich, erstens ein bisschen klein. Ich habe viele Gewürze, aber die ist zu niedrig, was ich gar nicht verstehen kann, weswegen diese Gewürzdosen nicht kleiner sind oder die Hersteller von der Küche die nicht tiefer gemacht haben. Ich muss die hinlegen. Das finde ich nicht optimal. Hier ist ständig alles, was irgendwie raussuddelt. Da habe ich auch was Schönes bestellt. Das werde ich definitiv verändern, weil das nervt mich schon lange. Ich glaube, rein optisch gesehen ist das hier eine meiner Lieblingsecken in der Küche, zumindest was außen angeht. Innen ist da auch ein bisschen mehr Pfui wie Hui. Ich habe ja hier am Waschbecken super viel, was man tut. Man braucht Spülmittel, man braucht irgendwie Geschirrspültabs, man braucht Schwämme, Lappen, alles Mögliche. Und ich habe hier eine Schublade unter der Spüle. Da ist einfach alles reingeschmissen worden. Das hat keine Struktur und Ordnung. Und immer wenn ich was brauche, muss ich neu anfangen zu suchen. Am besten noch mit nassen Händen. Nicht gut. Deswegen werden wir das jetzt als erstes lösen, weil ich weiß, dass das super schnell erledigt ist. Das ist sie, unsere erste Baustelle. Darunter befinden sich die Mülleimer, aber das erspare ich euch jetzt. Aber so sieht das hier eigentlich immer aus. Also wir haben einfach Mülltüten, Putzlappen, alles irgendwie rumfliegen. Hier ist sogar noch meine Blumenschere drin. Und ich habe zum Beispiel nirgends an meinem Waschbecken Küchenhandtücher. Mega unpraktisch. Deswegen werden wir mal versuchen, hier Ordnung reinzubringen und alles hier hinzumachen, was ich am Waschbecken brauche. Ich möchte in dieser Schublade auf jeden Fall Küchenhandtücher unterbringen, weil es gibt nichts Nervigeres, als mit nassen Händen vom Waschbecken einmal quer durch die Küche laufen zu müssen, um sich ein frisches Handtuch zu holen. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch Putzlappen, ganz wichtig an der Spüle. Bisher auch immer da drin, weil ja auch mein Müll da ist. Meine Müllbeutel, also die muss ich auch wieder da reinräumen. Dann möchte ich hier in der Nähe von der Spülmaschine auch die ganzen Spülmaschinenzubehöre unterbringen. Also einmal Klarspüler und natürlich auch Spülmaschinensalz. Und bisher hatten wir immer in dieser Schublade einfach lose Geschirrspülmitteltabs rumfliegen. Super nervig, die waren alle einzelne Plastik verpackt. Was heißt, wenn man das Geschirr eingeräumt hat und dann so nasse oder vielleicht sogar schmutzige Finger hat, muss man noch an diesem Plastik rumpiddeln und das geht dann nie auf und dann versaut man immer alles. Und ich bin da auch schon länger auf der Suche gewesen nach einer Alternative, die einfach umweltfreundlicher ist, wo ich nicht mehr alles einzeln verpackt habe und wo das Handling einfacher ist, weil ich einfach nichts mehr einzeln auspacken möchte. Deswegen bin ich umgestiegen auf die Spülmaschinen-Tabs von Everdrop. Ich habe mich jetzt tatsächlich als allererstes Mal für das Spülmaschinen-Set von Everdrop entschieden, weil, wie gesagt, ich einfach eine bequemere Lösung haben wollte von den Spülmaschinen-Tabs und zum anderen sind die natürlich auch nachhaltiger und umweltfreundlicher als irgendwelche herkömmlichen in Plastik verpackten. Die sind komplett frei von Mikroplastik und ihr bekommt, wenn ihr euch das Spülmaschinen-Set holt, einmal 40 Spülmaschinen-Tabs und die passende Dose dazu, die wunderschön aussieht, finde ich zumindest. Passt perfekt in meine Küche. Und ihr bekommt da drin auch noch das Spülmaschinen-Salz mit der Dose und einen Klarspüler, den man selbst anmischen kann. Also ihr habt keine Flüssigkeiten, sondern ihr bekommt ein Pulver, wo ihr Wasser reinmacht und dann mixt ihr euch das selber zusammen und habt es zu Hause. Also ihr habt auch noch viel weniger Verpackungsmüll. Ich wollte euch die Tabs nochmal genauer zeigen, weil ich wirklich so begeistert bin. Zum einen allein schon vom Geruch. Die riechen nämlich so ein bisschen nach Limone, Minze, also super angenehm. Ich liebe diese Zitrusdüfte in der Küche. Und das ist eine Zweiphasen-Aktivformel. Das heißt, das Geschirr wird super sauber und glänzend. Finde ich richtig cool. Dann sind die natürlich auch vegan und leichter biologisch abbaubar. Genauso wie auch das Pulver von dem Klarspüler zum Beispiel, das ich ja selber mit Wasser aufgelöst habe. Also da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Wenn ihr das Set, also das Spülmaschinen-Set kauft, spart ihr übrigens sowieso schon 27 Euro beim Einkauf. Und ich habe natürlich auch noch einen Rabattcode bekommen, der auch da oben drauf gilt. Also mein Code gilt auf alle Produkte, auch auf Sets und auf aktuelle Aktionen, die bei Everdrop laufen. Ich lasse euch super gerne den Link zu den Produkten in der Infobox, schreibe euch auch noch meinen Code dazu, dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen.
Okay, die erste Ecke wäre aufgeräumt, sortiert, organisiert. Da komme ich jetzt definitiv besser zurecht. Jetzt geht's an das nächste, und zwar die Gewürzschublade. Das wird eine Herausforderung. Ich habe nämlich vor, alle Gewürze umzufüllen. Und ich weiß, das finden jetzt bestimmt wieder einige übertrieben oder komisch. Aber es passt sonst einfach nicht da rein. Also ich habe keine Höhe an irgendwelchen Gewürzen gefunden, die ich aufrecht in die Schublade stellen kann, damit die Schublade zugeht. Deswegen bleibt mir nichts anderes, außer einen Einsatz zu benutzen und Gläser zu benutzen, wo das funktioniert. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Genau das hier ist der Grund, weswegen ich das so nervig finde, weil halt immer irgendwas daneben landet und man das auch einfach nicht so richtig sauber bekommt. Ich hoffe jetzt, dass ich es irgendwie noch weggewischt bekomme. Das sind die Gewürzgläser, die ich mir bestellt habe mit Labels, und ich habe mich für Glas mit Bambusdeckel entschieden. Also die werde ich befüllen, alles umfüllen, und ich weiß auch ganz sicher, dass von meinen Gewürzen, die ich aussortiert habe, gerade ein paar abgelaufen sind. Da gucken wir auch mal noch drauf und machen die direkt weg. Jetzt seht ihr das Problem. Ich komme in meine eigene Küche nicht ohne Kindertritthocker, weil die Küchenschränke, ich weiß gar nicht, ob die Normalhöhe haben, ich glaube schon, aber alles zu hoch für mich. Ich bin nur 1,60 Meter und das funktioniert nicht. Also da ist eigentlich mal, es geht nicht mal mehr auf, Frühstückszeug drin gewesen. Ich muss das gleich mal ein bisschen ausräumen. Hier sind, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, irgendwelche Dinge, die wir zum Servieren brauchen. Tüten, Taschen, Süßigkeiten. Ich kann euch was zeigen, was mir sehr unangenehm ist, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Wir haben hier noch vollbepackte, nicht gegessene Osternester. Unsere Kinder stehen nicht so auf so Süßkram, deswegen liegt es in meiner Küche. Wunderbar, das muss alles aussortiert werden. Ich habe hier meine Backsachen, Backformen, Ofenformen, alles durcheinander gemischt. Die brauche ich relativ oft, deswegen müssen die besser sortiert werden, weil ich nach hinten nicht dran komme. Ich muss immer alles rausholen. Also werden wir da jetzt mal loslegen. Oh, ich habe eine Dauerbackmatte. Ich wusste nicht gar nicht. Ich weiß, was das ist, aber cool. Das ist jetzt schwer. Ich hoffe sehr, dass es in mindestens einer eurer Küchen genauso aussieht. Nicht nur bei mir. Das wäre sehr unangenehm. Also es ist echt richtig viel Zeug, wenn man das mal rausgeholt hat. Und es ist alles auseinandergezogen. Also ich habe hier Förmchen, da Förmchen, da ein paar Backsachen, da ein paar Backsachen. Funktioniert so einfach nicht. Also sortiere ich jetzt mal alles aus, gucke nochmal überall aufs Mindesthaltbarkeitsdatum, gucke, ob irgendwas einfach nicht mehr brauchbar ist, und dann wird neu eingeräumt. Thank you.
die Schränke komplett leer. Ich habe jetzt die letzten Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde, ich weiß nicht genau, sehr viel rumgetüftelt und wahnsinnig viel aussortiert. Ich habe jetzt zwei komplette Säcke hier rausgeholt an Süßigkeiten, allem Möglichen, was wir nicht mehr brauchen, was keiner mehr isst oder was abgelaufen ist. Habe alles in Körbchen sortiert, was zusammengehört und mir überlegt, wie es in den Schrank soll. Und jetzt gucken wir mal, ob es auch so in den Schrank passt. Wir fangen direkt mal an mit dieser Box. Da sind jetzt meine kompletten Backzutaten drin. Also Vanille, Zucker, Backpulver, Schokolade, Vanille, hier Bourbon Vanille, alles was ich brauche. Daneben dann alles, was man auch zum Backen benutzt, aber was anderes ist wie Vanillezucker. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist, also wie man das nennt. Aber ihr wisst, was ich meine. Nüsse, gemahlene Nüsse, Kokosflocken, alles sowas ist hier drin. Und hier haben wir Zuckerdeko, so Candy Melts, Puddingpulver. Also so ein bisschen die Dinge, die man zum Dekorieren für den Kuchen auch benutzt. Das habe ich hier drin. Und in der großen Kiste sind meine Backformen, also hier Kastenformen, dann so kleine Ringe, wo ich dann irgendwie Törtchen machen kann. Messbecher habe ich auch hier drin und die Dauerbackfolie ist da noch unten drin. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ganz praktisch, weil ich das eben alles rausheben kann und leichter an die Backformen drankomme. Noch ein kleiner genialer Tipp, den ich mal online gesehen habe. Ich mache meine Muffinförmchen immer in dieses große Glas, weil die dann nicht verknittern und dann weiß ich, wo sie sind. Und ich habe den Tipp jetzt genommen und noch auf ein kleines Glas angewandt und habe meine ganzen, ich weiß gar nicht, wie die Dinge auf Deutsch heißen, diese Spritzthüllen von dem Beutel hier reingemacht und auch die Ringe für Nudelholz, um das kleiner zu stellen. Das ist jetzt alles hier drin. Dann muss ich die auch nicht immer ewig suchen. Eine letzte Schranktür. Da war bis jetzt was drin, weswegen die Tür nicht richtig geschlossen hat. Und ich war immer zu faul, es rauszuholen. Ich hatte nämlich mein Raclette da drin. Und Auflaufformen. Ich habe jetzt immer noch Auflaufformen hier drin stehen, die ich einfach nicht so häufig brauche. Dann sind die über Ofen ganz gut aufgehoben. Aber es gibt ja noch super viele super nervige Dinge, die so hoch und breit sind. Wenn man die irgendwo reinlegt, dann kann man die nie irgendwie unten rausholen. Und ich habe mehrere von denen, einfach so Aufbewahrungsdinger, Deckel, alles Mögliche. Und ich habe was richtig Cooles dafür gefunden, nämlich so ein Gestell hier. Ich kenne das sonst eigentlich nur von Deckeln, aber gibt es auch ein bisschen breiter, dass man eben auch so längere, größere Sachen da reinbekommt. Und das stelle ich jetzt mal hier daneben und mache die Sachen aufrecht da rein. Dann kann ich die einzeln rausholen und sie sind super verstaut. Komplett fertig, eingeräumt, alles ist neu sortiert, alles ist aussortiert und ich liebe dieses Gefühl. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man Altlasten los wird und wenn ich weiß, wenn ich das nächste Mal in der Küche stehe und koche und irgendwas brauche, muss ich nicht erst 100 Sachen auseinanderfriemeln und schauen, wo es gelandet ist, sondern ich weiß jetzt, wo es ist und ich gebe euch jetzt mal eine kleine Tour durch jeden Schrank und zeige euch, wie es geworden ist. Wir fangen natürlich auch beim Zeigen da an, wo wir begonnen haben zu sortieren. Wir haben jetzt hier griffbereit immer die Spülmaschinensachen, klar, Spüler und auch Spülmaschinensalz und die Spülmaschinentabs, weil hier ja unser Geschirrspüler ist. Die Schublade habt ihr vorher schon gesehen. Übrigens, ja, ich räume die gleich nochmal neu ein, die Spülmaschine. Dann zeige ich es euch nochmal. Da haben wir ja jetzt meine kompletten Geschirrhandtücher, Spüllappen, also alles, was ich an der Spüle auch wirklich regelmäßig brauche. Direkt daneben, wunderschön eingeräumt, die Gewürzschublade und ich habe echt, eigentlich ganz witzig, mir überlegt, ich nehme einfach von den Dosen, die ich noch habe, aus dem Deckel oben raus, diese Labels und bapp die auf die Gläser und es hat so gut funktioniert, also ich habe jetzt hier die umgefüllt. Bei denen mache ich das bewusst nicht, weil die benutzen wir so häufig, die sind ständig leer, also müsste ich da ständig schütten, deswegen habe ich die hier hinten liegen lassen, aber hier vorne ist alles super schön sortiert, ich habe noch ein bisschen Platz gelassen für Gewürze, die ich noch auffüllen werde. Hier drunter, das habt ihr vorher gar nicht gesehen, ist die Schublade von den Kids. Also das ist komplett Kindergeschirr, ihre Tassen, ihre Becherchen und alles, was die Kinder so benutzen. Da können
die auch immer selber dran. Und darunter habe ich jetzt Sachen, die ich regelmäßig brauche. Schneidebretter, Küchengeräte, Messbecher, Schalen. Das hier so ein Schneider, so ein Allesschneider. Und das ist jetzt auch wunderbar hier neben dem Herd. Da habe ich dann wirklich immer alles parat. Jetzt fehlt nur noch der große Schrank hier drüben. Und da hat sich wirklich vieles verändert. Ich mache mal die eine Tür auf. Also ihr könnt sehen, wir haben hier oben alle Backformen, zum Beispiel auch Nudelholz. Und ich muss da jetzt nicht mehr aufpassen, wenn ich an irgendwas ziehe, dass mir was entgegenkommt, sondern ich kann einfach die ganze Kiste runterholen und dann in Ruhe schauen, was ich brauche. Hier haben wir dann noch die ganzen Backzubehöre, auch Backkakao oder Kakao und noch ein bisschen was von dem Müsli, wo wir immer nur kleine Portionen haben, weil hier drunter so ein bisschen eine Mischung aus Frühstücksschublade und Backen ist. Also wir haben hier auch wieder Müsli. Dann haben wir hier auch noch die ganzen Streusel, die brauche ich nicht so häufig. Deswegen reicht es, wenn die da drin sind. Aber das gehört jetzt alles zusammen. Das ist eine Kategorie und passt perfekt. Hier drunter habe ich jetzt eingeräumt Sachen, die wir zum Kochen zum Beispiel benutzen. Speisestärke, Nüsse. Solche Dinge sind jetzt hier drin. Die hier hatte ich euch vorher gar nicht gezeigt, aber ist auch super praktisch. Da habe ich einfach solche Stege reingeklemmt. Die hatte ich noch aus der Küche davor. Und da sind unsere ganzen Vorratsdosen drin. Das passt hier mit der Höhe auch immer perfekt. Also das ist echt eine super Lösung. Falls ihr so eine ganz niedrige Schublade habt, könnt ihr euch das mal überlegen, ob ihr sowas noch macht. Und hier unten drunter befindet sich einmal die Süßigkeiten-Schublade der Kiddos. Die ist immer ein bisschen chaotisch, aber ich bin doch mal alles durchgegangen und es ist einigermaßen sortiert. Aber das geht mich auch nichts an. Das ist die Sache von den beiden. Und hier unten drunter hatte ich ja schon gesagt, das ist so ein bisschen blöd mit dem Platz. Das ist die einzige hohe Schublade. Deswegen habe ich da jetzt eben so hohe Flaschen Essigöl und sowas drin. Und unsere Getränkeflaschen. Das fand ich auch sehr praktisch, weil die da jetzt aufrecht stehen können. Dann haben mehr davon Platz. Und dann ist diese Schublade eigentlich auch ganz gut genutzt. Der letzte Schrank war ja der hier ganz außen. Das habt ihr schon komplett gesehen. Da habe ich die ganzen Auflaufformen, Backformen, hier die ganzen Gitter und sowas, was man auch immer braucht, reingestellt. Und die kann ich jetzt auch rausziehen und muss nicht mehr hochklettern. Obwohl, ja doch, ich komme sogar so dran. Aber vielleicht muss ich noch das eine oder andere mal klettern. Das ist definitiv besser. Ach ja, falls ihr euch fragt, wo wir unsere anderen Küchengeräte haben. Dafür hatten wir uns ja mal die komplette Seite ausgebaut. Und hier oben drin sind Küchenmaschine, Entsafter, solche Sachen. Hier unten drin ist noch Staubsauger und ein paar Putzmittel. Also das findet dann hier noch seinen Platz. So, für mich bleibt jetzt nur noch letzte Amtshandlung. Geschirrspülmaschine anschalten. Ich benutze natürlich die unverpackten Spülmaschinen-Tabs von Everdrop. Und ich lasse euch mal den Rabattcode und den Link zum Spülmaschinen-Set gerne in der Infobox. Da schaut euch das unbedingt noch an. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen Inspiration gegeben, was ihr in eurer Küche noch ändern und verbessern könnt. Lasst mich das unbedingt mal unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Lasst mich auch immer gerne wissen, was es gibt, was ihr vielleicht sehen möchtet. Dann werde ich das gerne versuchen umzusetzen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!